Ja, Hallöchen zusammen zu einem kleinen Infovideo oder besser gesagt Umfragevideo. Denn ich möchte gerne wissen, was ihr denn gerne nach Halo sehen möchtet. Halo ist jetzt noch ein paar Tage, bis das fertig sind. Insgesamt sind es 31 Parts und ne, dauert zwar noch ein bisschen, allerdings wüsste ich trotzdem gerne, was ihr danach sehen möchtet. Ich war lange am Überlegen, ob ich Gothic machen soll. Allerdings ist das Problem bei Gothic, dass ich ja schon Oblivion mache und sich Gothic und Oblivion ja eigentlich kaum unterscheiden. Und deswegen wollte ich gerne ein anderes nehmen. Frage ist jetzt was? Einerseits hätte ich zwar Lust auf ein Pokémon-LP. Da ist bloß die Frage, ob ihr denn wirklich Pokémon sehen wollt für ein, sage ich mal, HD-Projekt. Normalerweise war es ja so, dass ich drei Projekte, die ich auch wirklich in HD hochlade und auch die ich auch in HD halt spiele, ne, dass ich die habe und dann halt so ein GBA, NDS spiel, ne, ob ihr das dann sehen möchtet. Als Alternative hätte ich da dann zum Beispiel Prince of Persia oder ich hole mir eine TV-Karte, Quatsch, nicht eine TV-Karte, einen Videograbber. Und mache dann was von einer PS2. Da würde mir eine Menge eigentlich für einfallen, was ich da machen könnte an Spielen. Da gibt es eigentlich genug. Da muss ich bloß ein paar Tage länger warten, bis da wirklich was kommt, weil ich weiß nicht, wie lange der Videograber braucht, bis er wirklich da ist. Und deswegen, ne, kann das halt ein bisschen dauern. Also, da habt ihr jetzt halt wie gesagt die Wahl. Entweder es gibt jetzt Pokémon oder Prince of Persia. Oder, wie gesagt, ein paar Tage später, was von der PS2. Wahrscheinlich wäre das dann Final Fantasy 10 oder 12. Will mich da nicht drauf festlegen. Keine Ahnung. Wie gesagt, also eins von den beiden. Schreibt's gerne in die Kommentare. Ja, gut, das wäre es eigentlich gewesen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschö.